Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute die große Ehre und Freude, einen ganz, ganz großen Wissenschaftler heute interviewen zu dürfen zum Thema Zeolithe. Und da gehen so viele Gerüchte umher. Ich möchte mal wissen, was sind Fakten, was muss man wissen? Und es gibt einen Menschen hier in Europa, der weiß fast alles. Er ist auch 97 Jahre, es ist der Professor Dr. Karl Hecht. Bleiben Sie dran, wir sind so gleich für Sie da. Lieber Herr Professor Dr. Karl Hecht, ganz herzlich willkommen und danke, Hallo. Dass Sie sich die Zeit nehmen, mit Ihren 97 Jahren uns mit Ihrer Weisheit zu beglücken. Und ich wäre froh, Sie würden uns ein bisschen was über Zeolithe erklären. Darf ich Sie bitten? Ja, also ich möchte Sie heute mit einem Naturstoff konfrontieren oder einiges davon berichten, der sehr wertvoll ist. Das ist der Zeolith. Das ist ein mikroporöses Stuffgestein mit mikroporösen Kristallgittern. Dieser Zeolith wurde 1751 von den schwedischen Mineralogen Kronstedt entdeckt und er nannte das siedenden Stein. Er hat nämlich einen Lötkolben daran gehalten und da fing der Stein an zu sieden, also zu kochen. Und das ist so, in diesem Zeolith befinden sich viele, viele kleine Kanälchen mit einem Durchmesser von 0,4 bis 0,72 Nanometer. Und da befindet sich Kristallwasser und außerdem noch Ionen, Kationen und auch Anionen, vor allem aber Siliziumdioxid. Und weil nun das so gesiedet, also das heißt gedampft hat, Zeo sieden und Lit, also hat er den siedenden Stein bezeichnet. Mhm. So, der Zeolith ist ein Aluminiumsilikat, ein so ähnlich wie wir auch andere Silikate auf unserer Erde haben wie Ton, Lehm und Löss. Und der Hauptteil dieses Zeolith ist Silizium. Etwa 75% von Zeolith ist immer Silizium. Und da muss ich zum Silizium etwas sagen. Silizium ist das zweithäufigste Element auf unserem Planeten nach dem Sauerstoff und hat natürlich viele große Bedeutung. Er wird leider sehr unterschätzt. 75% unserer Erdkruste sind mit Silikaten bestückt. Und die Aluminsilikate sind auch die fruchtbarsten Böden, zum Beispiel Lehm, Löss, Ton und so weiter. Und so wurden natürlich diese Silikate, die ähnlich dem Zeolith sind, schon im Altertum verwendet als Heilmittel. Es gab die Heilerde oder die Siegelerde, Terra Sigillata, die in der Antike wertvoller war als Gold, also die Heilkraft. Und der arabische Arzt Avicenna, der um die Jahrtausendwende lebte in Samarkand, der hat in seinen Mediziner Canon Medicinae hat 100 verschiedene Silizium- und Tonmineralien, Rezepturen gemacht für Heilzwecke. Die essigsaure Tonerde, die wir heute noch haben, stammt eigentlich von Avicenna. Das Siliziumdioxid hat auch eine ganz besondere Eigenschaft. Es ist biogen geprägt, hat ein Gedächtnis und wirkt wie ein offenes System wie der Mensch. Das heißt, es kann Stoffe aufnehmen, ohne sich selbst zu verändern. Man wird das Siliziumdioxid, schätzt man ein, dass es also eine Zwischenstellung einnimmt zwischen organischen und anorganischen Stoffen.
Und es wird auch wurde in den Genen des Menschen und Tieren nachgewiesen. Und wenn wir die Schöpfungslehre mal verwenden, dann nahm Gott einen Klumpen Ton und hauchte diesen Geist ein. Und deshalb haben wir natürlich auch Silizium in unserem Körper. Und folglich sind natürlich auch die Silikate für den Menschen sehr wertvoll, nicht nur für den Menschen, auch für die Tiere. Der Zeolit kommt in verschiedenen Ländern vor, in Gebirgen und so weiter. Sein Vorkommen ist an sich sehr groß. Und er wird heute schon angewendet als in vielen Branchen. Man bezeichnet ihn als den Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Er wird zum Beispiel angewendet in der Ökologie, in der Nutztierhaltung, im Ackerbau, Haustiere, also Hunde, Katzen und so weiter, im Garten, in der Industrie, zum Beispiel zur Klärung von Abwässern, zur Luftsäuberung, auch zur Nahrungsherstellung, zum Beispiel zur Bierbrauerei, im Haushalt und im Garten und natürlich auch in der Medizin und für die Gesundheit. Ich will Ihnen hier zeigen, wie ein solcher Zeolithberg aussieht. Er sieht, das ist ein Vorkommen in der Türkei, wo also Zeolith produziert wird. Und dann wird der so gewonnen, dass diese Steine dieser Art haben wir dann. Und das wird gemahlen. Das wird gemahlen. Und dann sieht das Pulver, vorsichtig, sieht das Pulver so aus und hat eine Körnigkeit von ungefähr 10 Mikrometern. Und hier sehen Sie einen solchen Körnchen von etwa 7 Mikrometer, also 10 Mikrometer. Und Sie sehen, da befinden sich viele kleine Kanälchen. Das sind Kristallgitterkanälchen, die gefüllt sind mit Wasser, mit Kristallwasser und mit Ionen. Und wenn man die ganze Oberfläche eines 1 Gramm Zeolith nimmt, dann hat man ungefähr 1000 Quadratmeter. Das ist die Größe so eines Handballspielfeldes. Sie sehen, da kann vieles, vieles reingehen. Und so sieht dann ein Kanal aus im Querschnitt. Das sind die einzelnen Ionen, die dann drin sind und die man natürlich auch herausführen kann. Nun muss ich gleich sagen, der Zeolith hat 2 verschiedene Funktionen. Eine durch diese besondere Struktur bedingte Funktion und eine zweite durch das Siliziumdioxid. Ich habe das ja schon erwähnt, dass das ein ganz toller Stoff ist. Und beide wirken aber zusammen. Und somit haben wir eine sehr, sehr effektive und sehr große Wirkungsspektrum. Deshalb wird der Zeolith, wenn er in unserem Körper ist, selbst in die Selbstregulation mit eingebaut werden kann. Man nennt ihn deshalb auch den denkenden Stein oder den weißen Stein. Und zum Beispiel hat er folgende Eigenschaften. Sorbentwirkung, also Adsorption, Entgiftungsfunktion. Dann selektiver Ionenaustausch. Der Ionenaustausch werde ich noch eingehen. Dann Detoxidation, Antioxidantieneffekt, also Fänger von freien Radikalen, Bindung von Radionukliden. Zum Beispiel wurde bei der Katastrophe von Tschernobyl wurden 500.000 Tonnen Zeolith verwendet, um das alles sauber zu machen. Und auch teilweise wurde das den Menschen gegeben. Kindern wurde der Zeolith in Keks und Schokolade eingebaut.
Er führt dann die Mineralien zu, das ist noch das wertvolle Anion und natürlich Siliziumdioxid. Er hat eine Katalysatorfunktion, also hilft bestimmte Prozesse im Körper mit anzuschalten. Dann reguliert er den pH-Wert und auch hat er einen antiviralen, einen antibakteriellen und einen antimykotischen Effekt. Also er kann Viren töten, er kann Bakterien töten und kann Pilze, die im Körper sind oder an den Füßen sind, das vor allen Dingen auch wieder das Siliziumdioxid, was hier effektiv ist, wirken. Ich spüle zum Beispiel jeden Morgen oder am Abend auch nochmal meinen Mund mit Zeolithlösung und damit schütze ich mich gegen Corona. So, jetzt der Ionenaustausch. Das ist ein ganz besonderer Vorgang. Das muss ich so erklären. Wenn das das Blut ist, dass der Darm, das ist der Darm, hier nehmen wir ein, das ist das Blut und dann geht es in das Bindegewebe und da erfolgt Folgendes. Wenn der im Darm ist, der Zeolithkristall, dann zieht er die Giftstoffe aus dem Blut oder aus dem Gewebe heraus und gibt die wertvollen Stoffe wie Magnesium, Calcium, Kalium, führt er hinein. Das nennt man also Ionenaustausch. Und zwar selektiver Ionenaustausch, weil er in der also die Größen von 0,4 bis 7,2 Nanometer, weil die sich anpassen an die jeweiligen Ionen. Und er kann nur niedrigmolekulare Stoffe aufnehmen, also zum Beispiel toxische Stoffe, Gifte und so weiter. Er führt keine Stoffe wie Vitamine oder Aminosäuren oder Enzyme aus. Er ist nur niedrigmolekular. Zum Ionenaustausch etwas. Der Ionenaustausch ist eigentlich schon seit dem Altertum oder seit der Bibel bekannt. Der Ionenaustausch heißt, dass es von Ionen von einer Substanz in die anderen übergeführt werden. Das kann einseitig erfolgen. Und es kann, wie ich das hier gezeigt habe, beidseitig, dass also bestimmte Stoffe aus und wieder reingebracht werden. Und zum Beispiel hat es in der Bibel schon beschrieben, Moses ist an ein Wasser gekommen und das schmeckte bitter. Und hat den Herrgott gebeten, er möchte doch das Wasser trinkbar machen. Und hat ihm der Herrgott einen großen Baumstamm gezeigt. Und den hat er in den See getan. Und das Wasser wurde süß, also trinkbar. Und zwar war das Bittersalz, Magnesiumsulfat, das haben der Baumstamm aufgenommen. Und da bin ich schon dabei, der Ionenaustausch ist ein Prozess der Natur. Ohne Ionenaustausch würde kein Wald existieren, wird auch kein Mensch existieren. Der ist also sehr wichtig. Und die Technik hat nach Vorbild des Naturzeolith hat technischen Zeolith entwickelt. Und zum Beispiel einen, wo die Poren drin sind, das Blei aufgenommen wird. Und somit wird mit Zeolith aus dem Benzin Blei entfernt. Genauso wie Moses das Magnesiumsulfat aus diesem See mit dem Balken, mit dem Baumstamm entfernt hat. Also das ist ein Prozess, der heute überall abläuft und den die Technik auch braucht und der vor allen Dingen im Entgiftungsprozess eine große Rolle spielt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so das Zeolith einnehme, dann vollzieht sich Folgendes. Wenn ich in meinen Körper befinden sich, also heute sind wir immer vergiftet. Wir haben immer bestimmte Gifte in uns und die spielen natürlich bei Krankheiten auch eine große Rolle. Und mit Hilfe, die befinden sich zum Beispiel in der extrazellulären Matrix, also im Bindegewebe beziehungsweise aus den Zellen. Da werden die Stoffe rausgezogen
in den Darm gebracht, also übers Blut in den Darm gebracht und dann ausgeschieden und das zugeführt. Aber hier erfolgt jetzt noch ein zweiter Prozess. Ich hatte von der Adsorption gesprochen. Adsorption heißt also binden. Der Zeolit und vor allem das Siliziumdioxid ist in der, hat die Fähigkeit, Giftstoffe zu binden und zu die unwirksam zu machen. Da gibt es also eine physikalische Adsorption und eine chemische Adsorption. Und somit werden dann giftfreie Körperchen oder Partikel von Zeolit ausgeschieden und der Mensch ist entsprechend giftfrei. Ich nehme nun seit 20 Jahren täglich den Zeolit ein, meine Frau auch. Er gehört bei uns praktisch zum Morgen- und zum Abendessen. Und der zum Beispiel bin ich giftfrei. Hier ist meine Haaranalyse, die ich jedes Jahr einmal machen lasse. Und Sie sehen die alle Giftstoffe, die hier angeführt sind, die toxischen Stoffe, Aluminium, Blei, Quecksilber und so weiter, bin ich völlig frei. Dann werden Sie vielleicht sagen, aber das sind doch einige angezeigt. Ja, die frei heißt, Sie sind unter einem bestimmten Spiegel. Wir brauchen auch solche toxischen Stoffe, bestimmte Stoffe in Spuren für unseren ganzen Stoffwechsel. Das ist also völlig frei, wer wird da nie von Giften sein. Wir brauchen bestimmte Stoffe. Und diese Toxizität, es hängt eigentlich nur von der Dosis ab. Mineralien sind eigentlich a priori nicht giftig. Nur die Dosis macht das, den Stoff zum Gift. Und so ist es auch. Und deshalb werden alles das, was in Übermaß ist, mit dem Zeolit ausgeschieden. Und er wird also heute auch gekennzeichnet als der Meister der Entgiftung. Und ich habe also vielen Menschen schon helfen können, und nicht nur Menschen, auch Tieren, dass sie also von dem Zeolit befreit werden. Und die Anwendung ist an sich sehr... man muss also jetzt noch wissen, Zeolit ist nicht gleich Zeolit. Wenn ich also Zeolit einnehmen möchte, muss er verschiedene Qualitätsmerkmale haben und vor allen Dingen muss er als Medizinprodukt zertifiziert sein. Das ist also ganz wichtig. Es wird leider auf dem Markt viel angeboten und wenn der sehr billig ist, taucht er nichts. Und die Firmen, die Medizinprodukt zertifizierten Zeolit angeben, die sind also, den kann man also nehmen und deshalb muss man immer nach der Qualität fragen. Wenn nämlich schlechter Zeolit eingenommen wird, dann kommt er manchmal im Verruf. Aber der gute Zeolit, nur, und den empfehle ich nur, und nur den muss man nehmen, der hat diese Wirkung, von denen ich heute schon gesprochen habe. Also zum Beispiel, und jetzt wichtig ist noch, warte mal weg, wir müssen wegnehmen, nicht, das war nicht, wichtig ist noch, dass man das einnehmen. Wenn ich also so eine Dosis, das sind ungefähr 3 bis 5 Gramm, also am Tag kann ich also 6 Gramm einnehmen, das ist mein Kopf. Und den gebe ich dann rein und rühre. So, und rühre, dass eine Suspension entsteht. Und dann nehme ich einen Schluck und halte den 15 Sekunden im Mund, dann schlucke ich. Dann rühre ich wieder, weil da die Bioverfügbarkeit erhöht wird. Dann wieder einen Schluck, 15 Minuten im Mund, weil schon im Mund die Aufnahme erfolgt. Und dann schlucke ich. Und so bis dann das Glas, was ich hier habe, ausgetrunken ist. Zeolit hat keine unerwünschten Nebenwirkungen, eine doch vielleicht. Ich muss dazu sagen, wer Zeolit einnimmt, muss viel Wasser trinken.
weil das Wasser die Gifte mit ausscheidet. Wenn ich wenig Wasser trinke, kann der Zeolit eventuell zur Verstopfung führen. Und deshalb, wenn das die einzige Nebenwirkung, er kann nicht überdosiert werden, was der Körper nicht braucht, wird wieder ausgeschieden, ungebraucht. Und da bin ich schon bei einem Punkt, wo er sehr wichtig ist, nämlich bei den Magen- und Darmkanal. Sie können also mit dem Zeolit, können Sie also Ihr Verdauungssystem in Ordnung bringen. Heute nach der Information, die ich habe, wir haben auf unseren Erdball mehr als 90% keinen vernünftigen Verdauungskanal mehr. Durch Medikamente, durch Gifte und alles, was wir einnehmen, ist er verdorben. Und deshalb muss man sauber machen. Und wenn Sie Zeolit einnehmen, wird erstmal der pH-Wert, also ein ausgeglichener pH-Wert, Basissäure, Gleichgewicht hergestellt, dann wird entgiftet er und wird auch mit eingeführt in dem Verdauungssystem, wo er als Katalysator wirkt. Das sind also die Effekte und die Entgiftungsfunktion, die also gut funktioniert. Ich habe Ihnen das ja nun belegt mit meiner Haaranalyse, aber nicht nur hier, sondern auch andererseits. Der Zeolit findet noch sehr viele Anwendungen. Zum Beispiel in Villach in Österreich ist die Ärztin Frau Dr. Triebnich, die hat den Zeolit jahrelang eingesetzt zur Unterstützung der Therapie bei Krebskranken und hat teilweise Chemo- und Strahlentherapie unterstützt und dabei die Gifte weggenommen oder nur mit Zeolit gewirkt. Wir haben auch in einer Klinik in Villach und das untersuchen können, dass der oxidative Stress, die überschüssige freie Radikale aus den Menschen ausgeführt werden. Auch hier müssen wir aufpassen oder darauf achten. Bei diesen Untersuchungen haben wir zum Beispiel festgestellt, dass Hormontherapien den oxidativen Stress gewaltig erhöhen. Und eine Frau, die Hormontherapie nun einnimmt oder auch die Pille, sollte deshalb regelmäßig Zeolit nehmen, um von dem oxidativen Stress, also von den überflüssigen freien Radikalen abkommt. Das ist also ein ganz wichtiger Vorgang. Was noch wichtig ist, dass auch der Zeolit Kindern gegeben kann. Es gibt Untersuchungen, vor allen Dingen aus Russland. Dort wurde bei Kindern der Zeolit gegeben, meistens so zwei, drei Wochen oder vier Wochen lang bei Erkrankungen auch des Verdauungstraktes, bei Nierenerkrankungen, bei Erkrankungen der Schilddrüse, auch weil das Sehen wurde verbessert und auch bei Parasiten, die wurden also ausgewiesen. In diesem Zusammenhang möchte ich sagen, dass gerade in Russland, vor allen Dingen in Novosibirsk, von der Firma NOV und die unter Leitung von Dr. Tatjana Novoselova steht, wurden seit 25 Jahren große Studien an großen Kollektiven gemacht, die also gezeigt haben, wie der Zeolit bestimmte Krankheiten beseitigen kann. Und das geht zum Beispiel los bei Hautkrankheiten, bei verschiedenen Hautkrankheiten, sogar bei Psoriasis. Aber da wird der Zeolit folgendermaßen angewendet. Nicht nur auf die Haut, sondern auch in den Darm
weil Darmkrankheiten oft auch mit den Hautkrankheiten, das ist beides eine Kombination. Und wenn beides Zeolit eingenommen wurde und auch noch die Haut entsprechend, entweder mit Zeolit 3 oder mit Zeolit Umschlägen, Infusionen durchgeführt wurde, wurden diese Menschen innerhalb einer bestimmten Zeit gesund. Dann ist Zeolit auch angewandt worden gegen Alkoholtoxikation. Zeolit bindet den Alkohol und führt ihn aus dem Körper heraus. Spaßeshalber, in Russland haben manche, wenn sie abends was getrunken haben, haben sie eine Portion Zeolit genommen und dann war der Kater weg. Also das ist auch ein gutes Mittel. Und diese Firma Nov in Novosibirsk, die feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum. Und die haben viel dazu beigetragen mit ihren Untersuchungen, dass wir diese Kenntnisse haben. Und da gibt es vor allen Dingen bei Leberkrankheiten. Wir haben also Hepatitis, habe ich selbst auch angewendet. Und bei allen Leberkrankheiten wurde Zeolit mit großem Erfolg gegeben und war effektiv, natürlich nach mehreren Wochen und nach entsprechenden Dosen und nach entsprechender Kontrolle. Ich möchte zwischendurch mal sagen, dass ich eine ganze Reihe von Büchern habe. Hier, das habe ich gemeinsam mit meiner Frau geschrieben, das ist 2005 erschienen und dort haben wir das alles ausführlich beschrieben, auch Studien aus Russland mit. Hier haben wir das genauso, auch mit meiner Frau gemeinsam haben wir das geschrieben und haben also die ganzen Studien hier zusammengefasst, kann man also auf jeden Fall nachlesen. Dieses Buch, werde ich noch kurz darauf eingehen, haben wir das Heilung der Natur und der Tierwelt, dass man also den Zeolit einsetzen kann, vor allem auch in der Landwirtschaft. Hier ist ein kurzes Buch, das auch in englischer Sprache übersetzt, 100 Antworten auf 100 Fragen. Und schließlich haben wir auch noch eins durchgeführt, die Mundgesundheit, ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass ich täglich den Mund spüle, um mich zum Beispiel vor Corona zu schützen. Aber auch der Mund, zur Mundpflege taugt der Zeolit sehr. Und noch ein ganzes Werk, das ist die Lebenskraft durch das Urgestein, Prävention, Detoxigene und Ökologie sind da drin. Und der Ökologie möchte ich noch mal auf ein Thema zurückkommen, nämlich ich nannte schon Tschernobyl, dass in Tschernobyl, als das die AKW-Explosion war, dass dort sofort Zeolit eingesetzt wurde. Damals wurde das ganze Werk in einen Zeolit-Panzer eingebaut. Ich kenne also den, der das, die Leitung hatte. Leider ist er gestorben dann, weil er bei der Arbeit bestrahlt wurde. Dann wurde mit dem Zeolit der Boden gesäubert, das Wasser gesäubert, sogar der Knipper wurde gesäubert durch diesen Zeolit. 500.000 Tonnen, also das ist eine 500.000 Tonnen, wurden herangeführt. Auch den Menschen wurde dann Zeolit gegeben. Dazu muss ich auch wieder sagen, als erstes haben die Japaner den Zeolit nach dem Atombombenwurf in Nagasaki und Hiroshima angewendet und konnten dann mit dem Zeolit schon viele Strahlen binden, der Zeolit eben nicht nur Gifte, sondern auch die Strahlen, die Radionukleide bindet.
Und auf Vorschlag der Japaner wurde dann in Tschernobyl auch den Menschen das gegeben. Vorher hatten die Ärzte gestritten, dass das nicht hilft. Aber dann hat man gesehen, dass es bei vielen Menschen geholfen hat. Bei manchen kam es eben zu spät, weil eben die Ärzte nicht einig waren. Und deshalb möchte ich sagen, Zeolit ist ein Naturstoff, der schadet nicht, der nützt, den kann man zu jeder Zeit einnehmen. Aber noch mehr. Ja, in USA hat man in Nevada in 2005 war das ein Gebirge gebaut, ist ein Zeolithgebirge. Dort hat man Höhlen reingemacht und den Atommüll, der überall anfällt, dort eingesagt. Leider wurde das eingestellt, weil die Menschen aus Nevada sich protestiert haben, weil das dort Erdbeben unsicher ist. Aber meines Erachtens sind Zeolithgebirge die besten Orte, wo man den Atommüll beseitigen kann. Das ist ja heute in Europa ein riesengroßes Problem und man geht leichtsinnig um. Und deshalb muss man hier den Zeolith auf jeden Fall mitverwenden. Ich möchte auch noch sagen, dass wir Tschernobyl noch vor wenigen Jahren, sogar bis vor kurzem, auch noch Folgen haben. Im Bayerischen Wald wurden Wildschweine zum Beispiel geschossen, auch in Thüringen, die noch Cäsium enthielten, das von Tschernobyl geflogen ist, bis zu den Bayerischen Wald und bis zu Thüringen. Und im Wald, wenn die Tiere das fressen haben, Pilze oder Trüffel und was sie alles haben, das war alles verseucht. Und man hat fast jedes fünfte, das war noch vor 3-4 Jahren, jedes fünfte Wildtier, was man schoss, hatte Cäsium in sich. Also wir müssen darauf achten, wir haben noch überall mit Cäsium auch zu tun. Und das wird aber unterschlagen und verharmlost. Und deshalb appelliere ich, wer also Wildtiere isst, Wildtierfleisch, sollte auch daran denken, doch Zeolit mit einzunehmen, falls Cäsium noch in diesen Tieren ist, vor allem aus diesen Gegenden. Das nur im Wald, auf den Ackerböden war das nicht mehr. Warum? Die Ackerböden bestehen aus Ton. Und Ton ist ebenfalls ein Silikat, was ähnlich wirkt wie der Zeolith. Und dieser Ton hat das Cäsium gebunden. Also Ton und auch Zeolith, also verschiedene Tonarten, können diese Radionukleide binden. Und es wird heute in Abwässern, wo noch radionukleide Stoffe auftreten, die es gibt ja überall, auch im Wasser, wird also Zeolit eingesetzt. Und zur Säuberung von Abwässern ist Zeolit also sehr, sehr weit verbreitet. So, das ist diese Strecke, wo man also aufwachen muss. So, jetzt haben wir noch ein großes Problem. Das ist die Antibiotika-Seuche bei den Tieren. Der Missbrauch von Antibiotika in der Landwirtschaft ist also meines Erachtens eine sehr, ich möchte sagen, beinahe Verbrechen. Denn wenn ich Tierfleisch esse, kriege ich immer Spuren auch von Antibiotika her. Wenn ich den Tieren Zeolit geben würde bräuchte ich keine Antibiotika. Da gibt es also entsprechende Untersuchungen und vor allen Dingen Wildtiere lieben Silikate, Zeolit und auch Tonarten. Zum Beispiel hat man in Russland beobachtet, in Sibirien, dass die Bären von der Brunstzeit bis zur Ende der Laktation etwa 30 Kilo Zeolit verzehrt, damit sie bärenstarke Kinder hat.
und im Freien lebende Tiere, also freie Tiere und auch freien lebende Haustiere, wenn sie die suchen, immer sich Wasser, wo bestimmte Tonarten, also Silikate, enthalten sind. Ich habe das zum Beispiel auch in der Türkei einmal beobachtet. Da war ein Acker, der war aus rotem Ton. Und da waren zwei Pferde und drei Pferde und zwei Esel auf diesen. Und dann bewässerten sie das. Die Pferde haben nicht das klare Wasser getrunken. Die haben mit ihren Pfoten das umgerührt und haben das dann erst getrunken. Man nennt das, also das ist von, man nennt das Zoopharmakonoxie, also das ist direkt eine Selbstmedikation der Tiere, die also Zeolith oder Tonarten verwenden, um sich selbst zu Medikamente, also Gifte zu entfernen. Es gibt also Untersuchungen aus Brasilien, dass die Affen, sobald die Giftblätter gefressen haben, sofort zu Ton greifen. Auch die Koala-Bärchen in Australien machen das genauso. Wenn die Eukalyptus gefressen haben, gehen sie sofort und versuchen Ton. Und zwar in der Art, wie ich das schon gesagt habe, wenn es flüssig ist, aber sie essen also auch den Brei und entgiften sich auf diese Art und Weise. Und deshalb ist eigentlich für die Landwirtschaft, die heute nur mit Antibiotika arbeitet und uns die Menschen in eine Situation bringt, dass sie bakterienresistent sind, also dass die Antibiotika nicht mehr wirken. Und wir haben heute schon viele Erkrankungen, die also wie die Blutvergiftung, die einmal ausgerottet war durch Antibiotika, die heute wieder da ist. In Deutschland nach dem RKI werden jährlich sterben 25.000 Menschen an den antibiotikaresistenten Bakterien. Und wenn man hier Zeolith einsetzt, wäre das also das Ideale. Aber bis jetzt bin ich leider da auf taube Ohren gestoßen, dass man dann, das nicht gemacht hat. Das wäre viel billiger als Antibiotika und für die Tiere die Natur der Natur entsprechen. Auch unsere Böden, ich hatte schon darauf hingewiesen, dass unsere Böden entgiftet werden können durch Zeolith oder Cäsium zum Beispiel. Aber auch unsere, die Böden in Deutschland, auch in Österreich, weil in der Schweiz auch, sind heute teilweise mit Nitriten vergiftet, mit Glyphosat und anderen Dingen. Wenn man hier als Dünger Zeolith anwendet, das ist teilweise auch schon gemacht worden, dann hat man sauberen Boden und kriegt damit wirklich Biostoffe, Bioprodukte, die sauber sind. Da gibt es auch große Projekte in Russland, dass man also sowohl in der Tierwelt als auch in der Pflanzenwelt große Mengen von Zeolith angewendet hat. Und aufgrund dessen ist dann, hat man saubere Böden, saubere Produkte, und, also, giftfreie und auch radionukleidfreie Produkte, die man also wirklich als Bioprodukte bezeichnen kann. Also der Anwendungsbereich ist also außerordentlich groß. Ein Freund von mir, der in Baku wohnt und sich mit Zeolith beschäftigt, Professor Dr. Khalilov, der hat mir gezeigt, wo eine Sandwüste ist, haben die dort Zeolith eingebracht und haben dort eine blühende Oase, wo die Bäume wachsen, wo Gras wächst. Und wo kein Zeolith war, war kein Wachstum. Das heißt, sie haben dort in der Wüste, haben sie also mit Hilfe von Zeolith Gärten und ganze Plantagen aufgebaut. Noch etwas, weil ich gerade von Aserbaidschan oder Baku spreche. Dieser Professor Khalilov hat außerdem
Steine entwickelt aus Zeolith, die für erdbebenfeste Häuser verwendet werden. Ich habe gesehen, wie sie die Wände geschüttelt haben, die brachen nicht ein. Also das sind Anwendungsbereiche des Zeoliths, die also sehr, sehr in die Breite gehen. Ist jetzt die Zeit um? Ja, die Zeit ist schon lange um, aber wir machen trotzdem weiter, Herr Professor Hecht. Ich habe noch zwei Fragen. Sie haben mir gesagt, dass Sie noch so Haar haben, so viel Haare mit 97 und Ihre Haut. Das sagen Sie, verdanken Sie auch dem Zeolith? Da muss ich jetzt übergehen zum Silizium. Das Silizium hat ganz besondere Eigenschaften, da muss ich einiges von Silizium erzählen. Silizium ist eigentlich der Stoff des Bindegewebes, der extrazellulären Matrix, sagen wir dazu. Und das Silizium, was ich mit aufnehme, mit dem Zeolith, wirkt dort sehr effektiv. Also das Silizium stärkt, bringt erstmal den Darm, die Darmschleimhäute in Ordnung, stärkt die Sehnenbänder, stärkt die Muskulatur, das Lungengewebe und natürlich vor allen Dingen die Haut. Und die Hautpflege, das wurde schon in der Antike mit Silikaten gemacht, hat man, die Kleopatra zum Beispiel, hat Tonmasken und so weiter verwendet und damit also ihr Gesicht in die Schönheit versetzt. Genauso werden also auch Haare in entsprechender Weise stimuliert. Wenn ich rechtzeitig Zeolith nehme oder Siliziumdioxid, also Zeolith oder ähnliche Stoffe, dann kann ich meinen Haarwuchs weiter fördern. Ich habe sogar, oder meine Freunde haben festgestellt, denn ich hatte völlig erkrautes Haar. Und nachdem ich also einige Jahre Zeolith eingenommen hatte, ist das hier leicht gedunkelt, hinten hat sogar noch etwas mehr. Ich hoffe, dass ich, wenn ich weiter einnehme, mit 100 Jahren wieder mein dunkles Haar habe. Nun, das ist ein bisschen, vielleicht meinen Sie das übertrieben. In einem Vortrag, den ich gehalten habe über Zeolith hier in Berlin, da hat eine Frau so ungefähr von 60 Jahren auf und sagte, schauen Sie mich an. Ich hatte ganz graues Haar und jetzt habe ich dunkles Haar. Das ist nicht gefärbt. Ich nehme seit 5 Jahren Zeolith und mein Haar ist wieder gedunkelt. Also wir müssen nur das richtig einnehmen, den richtigen Zeolith. Dann können wir das also auf jeden Fall erreichen. Und eben weil das Siliziumdioxid innerhalb des Bindegewebes überall wirksam ist. Auch die Fingernägel, die sind nicht brüchig. Die sind, wenn ich mir die Zehennägel schneiden lasse, dann muss die Kosmetikerin halt eine mächtige Kraft anwenden, weil die entsprechend stark sind. Also das Bindegewebe wird von dem Siliziumdioxid, ebenfalls im Zeolith, dem Körper zugeführt wird, stabilisiert man kann damit seine Jugendlichkeit und seine Schönheit entsprechend weiter aufrecht erhalten. Ich habe noch eine letzte Frage. Warum sagt mir das kein Arzt? Warum werde ich nicht darüber informiert? Ja, das ist die Frage, die mir immer gestellt wird, die ich also auch gar nicht beantworten kann. Ich habe zwar vor Ärzten häufig Vorträge gehalten, ich konnte eine ganze Reihe Ärzte begeistern, aber manche sind zurückhaltend. Ich will mal ein Beispiel sagen. Ich hatte einen Bekannten, der hatte Diabetes mellitus und seine Werte waren immer hoch. Also alles, was ihn der Arzt verschrieben hatte,
half nicht, er war therapieresistent. Und ich habe ihn, er kam zu mir und sagte, so sieht's aus. Da habe ich ihm eine Dose Zeolit gegeben und habe gesagt, so, das nehmen Sie jetzt mal so ein. Und als er jetzt zur nächsten Kontrolle ging, war der Blutzucker normal. Oh. Der Arzt hat gesagt, was haben Sie denn gemacht? Und dann hat er den die Dose gezeigt und hat gesagt, und der Arzt gesagt, was, der Dreck soll helfen. Aber hat dann war einsichtig und sagt, wenn die nächste Kontrolle auch wieder normal ist, dann interessiere ich mich dafür. Und die nächste Kontrolle war wieder normal. Darauf rief der Arzt mich an und ich habe ihn erklärt, was das ist, wie der Zeolit auch den Diabetes mellitus heilen kann, Diabetes mellitus Kranke heilen kann und auf diese Art und Weise eben gesund werden kann. Und der Arzt ist heute mein größter Fan. Er hat verordnet seinen Patienten eben viel Zeolit. Und so gibt es also immer kleinere Beispiele. Ein anderes Beispiel. Gibt es noch andere Krankheiten zum Diabetes, wo man auch mit Zeolit bearbeiten könnte? Auch das kann man eigentlich bei vielen Krankheiten anwenden. Ich habe ja schon die Leberkrankheiten, ich habe die Darmkrankheiten erzählt, ich habe die Hautkrankheiten. Aber ich habe auch Untersuchungen gemacht, dass unsere Psyche durch den Zeolit aufgebessert wird. Das heißt, wir haben eine bessere Stressverarbeitung, wir haben eine bessere Relaxationsfähigkeit, wir können besser unsere Stimmung kann besser sein. Also es gibt viele Mittel, die in dieser Weise helfen. Ich habe auch diese Frau Dr. Novoselova hat mir berichtet, dass sie das angewendet haben, auch im Norden von Russland. Dort ist ja die meiste Zeit dunkel. Da gibt es den sogenannten Polarkoller. Den hat's auch, also, die haben die deutschen Soldaten auch im Krieg erlebt. Und wenn sie den Zeolit gegeben haben, konnten sie also diese, durch die Eintönigkeit, die Veränderung des Nervensystems, konnten sie damit also kompensieren. Wow. Super. Also, Verbrennungen bei Wunden, bei Verbrennungen wurde Zeolit also angewendet und hat viel, bei sehr starken Verbrennungen dazu geführt, dass die Wunden geheilt wurden. Ich möchte noch ein Beispiel aus der Schweiz. Das war gleich an der Anfangszeit, als ich mich mit Zeolit beschäftige, war ein Heilpraktiker. Bei Brunnen in der Gegend wohnte er. Der hatte mich angerufen und hat gesagt, er hat einen Förster mit einem Diabetikerbein und den will man das Bein amputieren, ob Zeolit hilft. Der hatte dann, habe ich gesagt, ja, geben Sie das Zeolit und habe die Dosis angegeben und so weiter. Damals war ich noch nicht ganz so sicher. Heute bin ich natürlich sicher und weiß, dass es unschädlich ist, der Zeolit. Und nach 4 Wochen habe ich gedacht, jetzt musst du doch mal anrufen, der meldet sich nicht. Und da habe ich ihn gefragt, wie geht's denn diesem Förster? Ach, sagte, der läuft schon wieder im Wald rum. Der hat also innerlich und äußerlich hat er auf die Wunden Zeolit gegeben und Zeolit hat das Gewebe wieder hergestellt. Und bei Diabetikerbein ist das also sehr ausgeprägt angewendet worden, der Zeolit, also und auch sehr effektiv. Es gibt noch eine Sparte, die besonders Zeolit braucht und auch diesen Zeolit schon anwendet, das ist der Sport. Beim Sport, vor allem bei Leistungssportlern, wird sehr viel oxidativer Stress, also viele freie Radikale, freigesetzt. Und wenn die Zeolit bekommen, haben sie also dort wird das also gedämpft und somit ist Zeolit keinesfalls ein Dopingmittel, sondern es ist ein die Gesundheit erhaltender Stoff für die Spitzensportler. Und man sollte das also auf jeden Fall verwenden.
Und wenn ich jetzt mal aktuell werden will, der Ericsson, der beatmet werden muss, dass niemand hat gefragt, was sind das für also Ursachen. Das ist Mineralmangel, das ist wahrscheinlich Siliziummangel und Magnesiummangel. Wenn man das untersuchen würde, weil es Berichte gibt, dass gerade in Spanien Fußballer öfters tot umgefallen sind und das war Magnesium- und Mineralmangel. Und in die Marathonläufer stammen ja fast alle oder die meisten aus Kenia. Und in Kenia ist der ganze Boden vulkanische Erde, also zelitartig mit vielen Mineralien. Und jedenfalls Ärzte oder Ärztinnen, die das beurteilen, sind der Auffassung, dass also diese Mineralienmisch von dem vulkanischen Urgestein, dass das der Hauptgrund ist, dass die so aufgebaut sind, dass sie also hohe Leistungen vollbringen können, weil die von Anfang an Pflanzen essen, die mit diesen aus der Erde den Zeolit oder diese Mineralstoffe nehmen. Herr Professor Hecht, ich bin tief beeindruckt von dem Wissen, das Sie uns geschenkt haben. Ich habe sofort entschieden, dass ich Zeolite ab sofort einnehmen werde. Das ist ja ein unglaublich wertvolles Mittel. Haben Sie vielen, vielen Dank. Ich bin sicher, Tausende von Menschen werden ab morgen Zeolite kaufen und diese Art Medizin für sich selber einverleiben. Haben Sie tausend Dank. Ich möchte noch einmal sagen, achten auf die Qualität des Zeolits. Ja. Das ist ganz wichtig, nicht auf den Preis. Der billige Zeolit taucht nicht. Also als Medizinprodukt zertifiziert und in der Art und Weise, wie ich das dargestellt habe, einnehmen. Ja, das ist super gut. Danke vielmals. Ich werde auch gleich einen Link drunter setzen zu einem solchen medizinischen Produktehersteller, damit man wirklich nicht irgendeinen Mist kauft, sondern dass man es wirklich gut macht. Herr Professor Hecht, das war wirklich eine sehr wertvolle Sendung und ich bin sehr glücklich und stolz darüber, dass Sie uns die Ehre gegeben haben, heute die Fakten zum Zeolit gehört zu haben. Herzlichen Dank. Wir beide bleiben in Kontakt. Ich werde mich immer wieder gerne an Sie wenden. Und nochmals danke und bleiben Sie uns noch lange erhalten. Ja, bleiben Sie gesund, alles Gute. Schöne Grüße von Berlin in die Schweiz. Herzlichen Dank und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, Ihnen geht auch das Herz auf, wenn Sie so einen weisen Menschen sehen, der mit so viel Wissenschaft und mit so viel medizinischem Fachkenntnisse einfach zum Wohle von Ihnen und von mir solche Weisheiten hinausträgt. Und hier glaube ich einfach jedes einzelne Wort von A bis Z und das begeistert mich. Ich wünsche Ihnen alles Gute, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.